Ja, hallo meine lieben Pfeifengenießer hier auf YouTube und auch auf Facebook. Ich grüße euch. Willkommen zum ersten Video im neuen Jahr. Und auf diesem Wege nochmal natürlich für euch alle ein wunderschönes, gesundes, glückliches neues Jahr. Ich hoffe, dass dieses Jahr für viele, viele oder für alle, nicht nur für viele, für alle natürlich nur das Beste bringt, was möglich ist. Ja, es ist ein Sonntagsratsch, wie du ganz entspannt wieder, ohne dass ich mir hier großartig Gedanken gemacht habe. Und wir rauchen jetzt einfach so ein bisschen Pfeife zusammen und ich wollte euch ein paar Dinge erzählen, ein paar Sachen zeigen. Müssen wir erstmal das Pfeifchen wieder ein bisschen nachzünden. So, was wird geraucht? Geraucht wird heute so ein bisschen ein größeres Format, eine Lorenzo Titano, eine Pfeife, die ich auch mal relativ günstig erstanden habe, ein relativ großes Füllvolumen, hier sieht man das Lorenzo Zeichen, ganz einfaches, schlichtes Pfeifchen, aber wirklich liegt gut in der Hand, ist wirklich wunderbar. Und für den Tabak, den ich hier jetzt gerade drin habe, den ich tatsächlich aufgrund des Videos von Tommy, auf diesem Weg liebe Grüße Tommy, Tommys bunte Welt, mir gekauft habe, den es ja schon extrem lange gibt, aber ich tatsächlich immer so ein bisschen rumgeschlichen bin oder letztendlich, naja, was heißt rumgeschlichen? Ich habe mich einfach aufgrund der Herkunft nicht so wirklich für diese Tabake interessiert. Aber es handelt sich um keinen geringeren als den Exklusiv Mixture Number One der Firma Pöschl. Und der Tabak hat für mich eine Besonderheit, weil er einfach einen Tabakschnitt hat, den ich sehr, sehr spannend finde. Denn es ist eigentlich ein Cube Cut, der granuliert wurde. Das heißt, der Tabak wurde gepresst, wurde dann in Cube Cuts geschnitten und dann aufgelockert, sodass du wirklich hier dieses granulierte, das granulierte Tabaksbild hast. Ich blende euch mal hier ein Tabaksbild ein, dass ihr das mal sehen könnt, wie wunderschön, dass das daherkommt. Und wenn man dann die Dose aufmacht, kommt er meistens sehr komprimiert daher. Man muss ihn dann ein bisschen mit den Fingern auflockern, was aber überhaupt gar kein Problem mit ist. Und wenn du dann so in diesen Pouch reinriechst, erwartet dich eigentlich ein Tabak aus Virginia, getoasteten Burley und Orient-Tabaken. Und wenn du dann in diesen Pouch reinriechst, dann hast du ein unwahrscheinlich schönes, süßes, bei vielen Beschreibungen steht dort ein duftiges Dufterlebnis. Was duftig bedeutet, kann ich nicht sagen. Es hat ja teilweise schon Reviews gegeben über diesen Tabak, wo dann darüber gesprochen wurde, dass es so ein bisschen floral riecht. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Also floral ist jetzt nicht so mein erster Gedanke, an das ich so denke, wenn ich hier reinrieche. Es ist auf alle Fälle eine sehr angenehme, deutliche Süße, die hier in den Vordergrund kommt. Tommy, glaube ich, hat irgendwas gesagt, er riecht da so ein bisschen Milchschokolade raus. Da könnte ich eventuell sogar mitgehen. Also so eine ganz leichte, vielleicht nicht sogar Milchschokolade, sondern es gibt ja auch diese sahnige Schokolade, wo wirklich noch ein bisschen mehr Milch- oder Sahneanteil drin ist. Das könnte auf alle Fälle in diese Richtung gehen. Ob das natürlich dann der Burley ist, der diese Schokoladennote bringt, das ist möglich. Durch das Toasten vielleicht, dass sich das da auch ein bisschen intensiviert. Aber wie gesagt, ein unendlich tolles Erlebnis, in diesen Tabak reinzuriechen. Der Tabak, den gibt es ja schon ewig lange. Den gab es ja früher schon, ich weiß gar nicht, wann es den Tabak gibt, aber schon ewig. Und früher hieß der Tabak ja nicht Mixture Number One, sondern noch in der guten alten Zeit hieß er mal Royal. Und als Beweis dafür habe ich hier noch so eine alte Dose aus meinem Bestand. Das ist hier so eine alte Dose, die es früher gab, viereckig noch.
Exklusiv Royal Granulated steht da drauf, also für das Granulierte. Und wie gesagt, die Dose hier ist über 8 Jahre alt, auch noch immer zu. Und man kann hier vielleicht auch erkennen, wartet mal, hier steht noch der alte Preis von 50 Gramm, 7 Euro. Insofern kann man eigentlich sich gar nicht mal so beschweren, wenn innerhalb von 8 Jahren der Tabak sich jetzt eigentlich gar nicht mal preislich so stark verändert hat. Denn jetzt kostet eine 100 Gramm Packung, ich zeige euch das auch natürlich hier, liegt hier bei 8,25 Euro. Also insofern ist der Tabak in den letzten fast 10 Jahren um 1,25 Euro teurer geworden. Und das, glaube ich, ist jetzt gar nicht mal so eine starke Preisentwicklung. Ein Schluck Kaffee am Sonntag, früher Nachmittag, ist jetzt für was anderes noch nicht die Zeit. Also wie schon gesagt, granulierter Cube Cut, Virginia, getoasteter Burley und Orient. Der Tabak, ich hatte ihn gestern das erste Mal in einer Meerschaumpfeife geraucht. Und da muss ich euch sagen, war er sehr enttäuschend. Also der Meerschaum und natürlich auch noch gefiltert, zusätzlich zum Meerschaum. Da hatte der Tabak wirklich am Anfang nur ein paar schöne Züge, aber dann wurde es immer dünner, immer weniger, sodass ich beim letzten Drittel eigentlich wirklich nur tatsächlich warme Luft hatte. Da hat wahrscheinlich der Meerschaum und der Filter alles rausgezogen aus dem Tabak, was da drin war. Dann war ich wirklich schon enttäuscht eigentlich und habe dann auch wirklich auf Anraten auch von lieben Freunden mir den Tabak in eine Breyer-Pfeife gestopft. Und dann, guck an, war das wirklich ein sehr gelungenes Ergebnis. Der hat sich wirklich total gut geschmacklich rauchen lassen. Er hat auch vom ersten Zug wirklich bis zum letzten Krümelchen mit dem gleichen Geschmack runterrauchen lassen. Und ich habe ihn heute auch schon das ein oder andere Mal wieder geraucht und jetzt natürlich auch gerade. Und ich muss euch sagen, das ist natürlich jetzt ein Tabak, der wird jetzt nicht wahrscheinlich zu meinen absoluten Lieblingstabaken werden, aber das ist auf jeden Fall ein alter Kamerad, der wahnsinnig günstig zu bekommen ist, der vor allen Dingen fast überall zu bekommen ist. Und der einfach Spaß macht, der einfach unkompliziert daherkommt, der sich unkompliziert rauchen lässt. Ich habe gestern auch mal ein bisschen stärker an dem Tabak gezogen. Er quittiert das auch nicht mit einem großartigen Beißen. Der Virginia ist da sehr gnädig, natürlich alles im Rahmen. Wenn man nicht quatscht, kann man den wirklich einmal gut anzünden und in Ruhe und gemächlich runterrauchen. Was auch hier der Fall ist, wenn man den Pouch, also zumindest war es bei mir so, und ich weiß auch gestern, ich kann es ja sagen, ich habe gestern den Tabak zeitgleich mit Ralf geraucht. Lieber Ralf, liebe Grüße von der Stelle. Und wir hatten beide gleichzeitig einen Pouch aufgemacht und der Tabak kommt wirklich in einer derartig perfekten Kondition daher. Also er ist wirklich absolut rauchfertig und man merkt es ja auch dann, ich meine allein das Stopfen ist ja hier problemlos. Du lässt den Tabak hier reinrieseln, machst ein paar Mal so, drückst ihn leicht an und schon ist die Pfeife gestopft. Also für einen Anfänger ist, glaube ich, dieser Tabakschnitt fast schon ideal, um da den kennenzulernen. Wunderbar, leicht zu entzünden, nimmt das Feuer wahnsinnig gut an und lässt sich dann wirklich auch problemlos rauchen. Der Rauch ist sehr angenehm, ist sehr mild, der Tabak ist von Haus aus sehr, sehr mild, also der kratzt nicht mal ansatzweise das Mittelkräftige, also der ist wirklich da, er ist ein bisschen würzig durch die Orient-Tabake im Geschmack, aber nicht in der Kräftigkeit oder in der Stärke und wie gesagt, ein Anfängertabak, den ich jetzt mal auf alle Fälle empfehlen kann, um so ein bisschen auch reinzugehen in die Pfeifentabake. Und
Ein Tabak, den man auch, glaube ich, überall mitnehmen kann, den man untertags in der Arbeit nebenbei, wenn man auch sich nicht großartig konzentrieren möchte auf die Pfeife, kann man diesen Tabak auf alle Fälle dafür gut benutzen. Also wie gesagt, nochmal, der Exklusiv Mixture Number One von der Firma Pöschl kann ich auf alle Fälle guten Gewissens weiterempfehlen. Ja, dann möchte ich euch etwas zeigen, denn ich habe eine neue Pfeife bekommen, auf die ich lange gewartet habe und mich darüber sehr freue. Ich bin ja kein ausgesprochener Peterson-Fan, aber es gibt durchaus die ein oder andere Peterson-Pfeife, die mich schon durchaus begeistert und ein paar habe ich ja auch in meiner Sammlung. Und da dieses Stück ist jetzt zu mir gekommen und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und das ist diese wunderschöne Peterson Housepipe. Also es ist auch und dementsprechend groß, großer Kopf, eine wirklich großvolumige Pfeife mit einem sehr massiven Silberring. Also es ist schon wirklich eine sehr, sehr schöne Pfeife. Sie ist 9 mm gefiltert, also es ist keine Systempfeife, sondern sie ist 9 mm gefiltert. Aber allein der Silberring hier ist schon massiv. Ne? Also das ist auch hier, kann man das sehen? Nein, natürlich nicht. Also mein Auto, ich muss das, glaube ich, mal trainieren. Hier sieht man das Peterson-Symbol. Also eine wirklich schöne. Sie ist nicht ganz so leicht, also sie hat schon ein gewisses Gewicht, aber ich glaube, das ist doch eine Pfeife, die sich durchaus sehen lassen kann. Von der Maserung her auch wunderbar. Vogelaugen, bisschen Crossgrain, alles wunderbar. Ja, die wird mir auf alle Fälle sehr viel Freude bereiten. Da nochmal auch auf diesem Weg dem Verkäufer lieben Dank für diese tolle Pfeife. Ja, das ist sozusagen jetzt die erste Pfeife des neuen Jahres, die da zu mir gekommen ist. Und dann sind tatsächlich auch zwei Pakete zu mir gekommen. Und zwar von einem ganz lieben Zuschauer erstmal, dem lieben Dirk. Auf diesem Weg, lieber Dirk, ich grüße dich und deine liebe Frau auch. Du hast mir ja gesagt, du möchtest mir gerne was schicken. Und da kam auch dieses Päckchen bei mir an. Ich bin jetzt kein Unboxing-Freund. Ich hab schon wirklich viele Pakete bekommen und ich mag das nicht, das hier vor der Kamera aufschneiden und sowas. Das liegt mir einfach nicht. Aber ich habe mich hoffentlich immer auch bei den Leuten, die mir was geschickt haben, zumindest auch persönlich auf dem direkten Weg privat bedankt. Weil das ist natürlich schon was Besonderes, wenn man da Post bekommt. Und ich wollte aber euch jetzt mal zeigen, was der Dirk mir geschickt hat, weil ich auch ein bisschen schmunzeln musste. Erstens mal habe ich einen ganz lieben Brief bekommen, den ich natürlich nicht vorlese, auch mit einem lieben Foto, lieber Dirk, von dir, damit ich auch weiß, wie du aussiehst. Werde ich natürlich nicht in die Kamera halten, ist ja auch alles ein bisschen privat. Und dann hast du mir ein paar Sachen hier reingelegt, und zwar, was man sehr gut brauchen kann, die guten Pfeifen, Streichhölzer, die Tortenskjold, Pippen, was? Pippetensticker. Pippetensticker. Die mag ich ganz gern. Vielen, vielen Dank auf dem Weg. Dann habe ich ein sehr schönes Pfeifenfeuerzeug bekommen. Was steht da nochmal drauf? The Bulldog, Amsterdam. Nothing is normal, everything is comfortable. Steht da drauf. Und wie gesagt, das mit diesem Ding kann man das natürlich wunderbar auch fürs Pfeifen anzünden hernehmen. Werde ich dann gleich mal probieren. Dann hast du mir einen Tabak reingelegt, lieber Dirk, den ich nicht kenne. Ich schätze mal, das ist aus deiner Region. Der nennt sich Harzer Qualm Nummer 6. Der ist aus dem Tabak- und Spirituosengeschäft von Angela Klein in Wernigerode. Falls ihr das hier lesen könnt, da steht die Adresse. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Tabak ist. Made in EU.
Ich habe das auch noch nicht gegoogelt. Ich muss das mal irgendwie. Vielleicht kannst du mir das ja auch sagen, was das für ein Tabak ist. Ich bin auf alle Fälle da sehr neugierig drauf. Dann hast du mir hier einen selbstgemachten Tabak. Das kenne ich ja von Erwin. Auf diesem Weg auch Grüße an Erwin. Der hat ja auch sowas mit so einer Art Nudelpresse gemacht. Da ist ja dieser Cake hier drin. Ne? Sieht man hier. Ne? Und du hast draufgeschrieben, es ist ein Eigenmix aus Virginia, Burley, Cavendish und Floral. Wahrscheinlich Floral ein bisschen gecased oder was auch immer. Ich rieche jetzt da einfach mal auch rein. Ich habe gestern, als ich das Paket bekommen habe, noch nicht mal reingerochen. Oh ja, oh ja. Oh ja, also ich zeige euch das. Vielleicht könnt ihr das sehen. Ich muss immer nach dem Autofokus gucken. Na, mach doch Autofokus. Der Autofokus mag mich nicht heute. Also ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Es ist ein sehr schöner Cake. Ah, das ist schon sehr süß, floral. Bisschen was Fruchtiges habe ich da auch in der Nase drin. Werde ich auf alle Fälle berichten, lieber Dirk, wie mir der Tabak gefallen hat. Ich hatte ja von Erwins solchen selbstgemachten Cakes ja auch in Fürstenfeldbruck was probiert. Das hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Dann geht es aber noch weiter. Ich habe dann noch von Peter Heinrichs den Reserve Cru Nummer 1 bekommen. Ist ja auch so ein schöner Flake hier. Ganz, ganz toll. Hast du drauf gehört? Honig, Virginia, Orange und Vanille. Also ich schätze mal, dass das auch in diese Richtung, ja, dieser Flakes wie der Golden Flake von Huber und sowas geht. Sehr, sehr lecker, mag ich sowieso sehr gerne. Und dann hast du mir tatsächlich auch noch eine sehr großzügige Probe von dem McBaren Stockton, 6 Jahre gereift. Also man kann das sehen, sind diese wunderschönen Scheibchen von dem Stockton und schon sehr nachgedunkelt, gell? Also die sind normalerweise heller und das sieht schon sehr lecker aus. Also da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Muss ich gleich nochmal nach. Nein, dieser Autofokus. Gleich nochmal riechen. Ah ja. Ah, da freue ich mich. Also da muss ich ganz ehrlich, freue ich mich sehr. Und da musste ich ja das lachen, lieber Dirk. Du hast mir noch eine Dose Tabak reingelegt. Und erst war ich total begeistert, weil ich den überhaupt nicht kenne. Und das ist dieser Tabak hier. Der Red Trace Black Mallory Tobacco. Und erstmal allein schon diese Dose, dass hier der Warnaufkleber nicht drauf ist, ist natürlich schon ein Highlight. Aber ich habe den dann umgedreht und gesehen, aha, der kommt aus der British Collection von Red Trace. Und dann lese ich hier, Black Cavendish ist die Basis dieses Blends. Und dann kommt's. Zypriotischer Latakia. Verschiedene Virginia- und Orient-Tabake werden noch hinzugefügt. Okay, ich hasse Latakia. Aber das konntest du vielleicht nicht wissen, mein lieber Dirk. Wie gesagt, ich danke dir für den Tabak. Ich werde ihn probieren. Das verspreche ich dir. Aber ich vermute, dass das nicht viel bringen wird, weil ich Latakia wirklich hasse. Und wenn es aber auch so ist, dass er wirklich, dann werde ich ihn einen ganz lieben Freund zukommen lassen, mit deiner Erlaubnis, der Latakia gerne raucht. Dass der auf alle Fälle auch seine Bestimmung zum Verrauchen zugeführt wird, würde ich jetzt mal fast sagen. Aber wie gesagt, ein herzliches Dankeschön für dieses liebe Backerl. Habe ich mich, wie gesagt, extrem drüber gefreut. Und was auspacken ist natürlich immer eine großartige Sache, lieber Dirk. Danke, danke, danke. Dann habe ich noch ein Paket bekommen und zwar vom Sladi. Auf diesem Weg, lieber Sladi, auch schöne Grüße. Jetzt muss ich nochmal trinken, weil ich laber heute wieder. Oh Gott, die Zeit wieder. Es wird wieder ein Spielfilmfilm. Ein Spielfilmfilm. Oh Mann. Ich habe vom lieben Sladi ein ganz tolles Backerl bekommen. Auch mit einem schönen Brief, den ich natürlich auch nicht vorlese, privat. Und du wolltest mir was schicken.
Und ich habe zu dir gesagt, bitte, wenn du mir wirklich was schicken möchtest, schick mir keinen Tabak. Ich habe schon so viel. Und vor allen Dingen weiß ich ja, dass du noch auch nicht so viele Tabake auch hast, weil du ja noch nicht so lange Pfeife rauchst. Und dann wolltest du mir aber trotzdem was schicken und habe ich mich über das, was du mir geschickt hast, riesig gefreut. Und du hast natürlich da genau meinen Nerv getroffen. Das erste Mal hast du mir, also zum ersten Mal hast du mir mal hier ganz was Leckeres geschickt. Und zwar sind das die, jetzt muss ich wieder Autofokus, komm, sind das echt schwäbische Wibbele. Das sind so kleine Biskuitstückchen aus einer Biskuitmasse gemacht. Das ist natürlich schon eine coole Sache, so was Traditionelles da mal probieren zu dürfen aus deiner neuen Wahlheimat. Und ich hast mir gleich drei Päckchen geschickt. Du hast ja gesagt, für meine Eltern und für mich. Ich gehe mal davon aus, wenn meine Mutter die dann in die Finger bekommt, wird bei mir nicht mehr viel übrig bleiben. Aber da probiert wird's und da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil sowas hatte ich tatsächlich noch nie, ne? Und für so regionale Sachen bin ich ja sowieso extrem zu haben. Und dann habe ich von dir bekommen, was ganz, 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 ganz Tolles, nämlich hier einen schönen Sekt. Dies mit dem Autofokus, ich muss das mir jetzt mal machen, einen Moscato. Das ist ein schöner Sekt aus der Weinkellerei Albert Rilling. Und das ist natürlich auch was Feines. Den werden wir uns dann auch zu Gemüte geführen. Ich habe doch heute noch gar nichts getrunken. Zu Gemüte geführen. Wir werden uns ihn einfach schmecken lassen. Und dann aus deiner Region auch hast du mir vier Biere geschickt. Und zwar sind das einerseits aus der Familienbrauerei Dinkelacker das Kellerbier. Ne, das hast du mir zukommen lassen. Hat auch 5,6% Alkohol, also ein schönes, schönes Bierchen. Dann hast du mir zukommen lassen von Schwabenbräu ein Zwickel, also ein natürliches Kellerbier. Freue mich schon sehr drauf. Dann hast du mir zukommen lassen, auch von Schwabenbräu, das süffige helle, ein vollmundiges helles Bier. Ich schaue immer kurz, ja gut, das hat jetzt 5% Volumenprozent Alkohol, also ein bisschen leichter als die anderen beiden. Und du hast mir auch vom Schwabenbräu Das Kellerpilz. Eine unfiltrierte Pilzspezialität, würzig, frischer Biergenuss. Also ich bin auf alle Fälle, ich werde das mit meinem Vater teilen, diese Biere. Und bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie die schmecken werden. Freue ich mich auch schon wirklich sehr dabei. Ab und zu ein gutes Bier, gerade am Abend, ist schon ganz was Feines. Also auf diesem Weg, lieber Sladi, ich werde mich revanchieren. Das habe ich dir schon angedroht. Und jetzt probiere ich mal das Feuerzeug von Dirk. Funktioniert tadellos. Weißer Rauch steigt auf. Und ich werde auch euch sagen, wie diese Biere mir geschmeckt haben. Ob ich jetzt so Biertastings mache, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich bin da eher auch so der Typ, schmeckt oder schmeckt nicht. Und aber ich werde euch da auf dem Laufenden halten. So, meine Lieben. Dann würde ich jetzt mal sagen, lassen wir es heute gut sein. Ich habe euch ja schon wieder lang genug genervt, oh meine Güte. Ich wünsche euch jetzt auf alle Fälle einen wunderbaren Sonntag. Lasst euch eine gute Pfeife schmecken, lasst euch ein gutes Getränk schmecken. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder
spätestens nächste Woche. Ich habe auch noch ein anderes Video geplant. Das wird eine Video-Antwort werden. Ein bisschen was anderes als Pfeife und Tabak. Aber da muss ich noch gucken, wann das da ist, dass ich das machen kann. Auch mit einem kleinen Spezialgast. Kleinen Spezialgast, meine Güte. Na. Mit einem ganz besonderen Gast. Sage ich noch nicht mehr dazu. Und da gucken wir mal, ob euch sowas dann auch mal gefällt. Insofern wünsche ich euch nochmal, wie gesagt, einen schönen Restsonntag, ein schönes Restwochenende. Kommt dann morgen gut in die neue Woche und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Seht ihr? Da lässt sich sofort, wenn man nicht so viel quatscht, wieder zurück. Zurückbringen und wunderbar rauchen. Ja, vielleicht hat mal einer von euch auch Interesse, der den Tabak noch nicht kennt, den mal zu probieren und auch vorzustellen. Würde mich freuen. In dem Sinn, macht's gut. Servus.